Hallo Freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Ich habe schon seit längerer Zeit nichts mehr mit Webcam gemacht, da ich eigentlich auch keine Webcam besitze. Das ist eigentlich mein Handy im Frontbildkamera. Vielleicht müsste ich hierher gucken, aber ich gucke ständig hier hin. Keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall herzlich willkommen. Ihr habt gemerkt, dass gestern wieder keine Watch Dogs Folge kam. Das liegt daran, dass ich momentan, man sieht es vielleicht ein bisschen im Gesicht, dass ich momentan nicht ganz der Frischeste bin. Ich habe mir höchstwahrscheinlich eine Lungenentzündung eingefangen. Und damit möchte man jetzt nicht unbedingt viele aufnehmen, oder zumindest möchte ich es nicht übertreiben mit sowas. Ich habe heute nochmal zwei Folgen aufgenommen, Watch Dogs. Also heute kam eine raus und gestern morgen. Gestern. Morgen kommt auch eine raus. Ja, und dann werde ich versuchen, hoffentlich wird es besser, und dann werde ich versuchen, morgen nochmal aufzunehmen und Watch Dogs rauszuhauen. Für alle, die es noch nicht wissen, weil sie nicht auf Facebook nachschauen können, das habe ich wirklich jeden Tag wieder. Warum das nicht? Ja, weil es auf Facebook steht, aber du hast nicht nachgeguckt. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Moment. Ah, League of Legends. Genau, League of Legends kommt momentan nicht, habe ich ja gesagt, da ich momentan in der Prüfung bin. Zudem bin ich jetzt natürlich auch noch krank. Das ist natürlich ein doppelter Grund, warum League of Legends momentan nicht kommt. Zudem bin ich noch am Überlegen, ob League of Legends eventuell auch ausläuft. Nicht erschüttert werden. Und ob ich dafür Minecraft wieder einführe. Ich weiß es noch nicht, ich kann euch gerne versprechen machen. Ich habe letztens ein bisschen mehr Minecraft aufgenommen wieder. Es ging auch wieder ganz okay. Ich habe, wie einige gemerkt haben, lasse ich keine Musik mehr laufen. Vielleicht hat das mir irgendwie so ein bisschen die Laune am Spiel mit versaut. Oder, ja, geistig halt so. Brainfuck und so. Ja. Boah, es ist warm heute, ey. Es ist schon wieder, es ist irgendwann 17 Uhr oder so. Es ist mega warm draußen. 30 Grad oder vielleicht sogar noch mehr. Ja, auf jeden Fall. Minecraft kommt vielleicht wieder. Für alle, die sich freuen. Ich habe ja damals, vor ein paar Monaten, als ich aufgehört habe, haben sich ja viele nicht so sehr gefreut und haben mich auch viele deabonniert deswegen. Ich habe es ja ungern gemacht, aber es ging halt nicht anders. Und ja, deswegen mal schauen, ob es wiederkommt. Ansonsten, es ist momentan alles ein bisschen. Ich habe ja mehrmals schon darauf hingesprochen, dass es jetzt in nächster Zeit sich ein bisschen was vielleicht ändern wird oder so. Es ist momentan Juli. Ich habe in 20 Tagen meine Abschlussprüfung. Danach bin ich offiziell erstmal entlassen. Logisch, wenn man seine Lehre fertig macht, ist man erstmal entlassen. Es ist noch nicht klar, ob ich bleibe. Es ist auch noch nicht klar, wenn ich nicht bleibe, was ich dann mache. Es sollte aber, zumindest hoffe ich es, dass ich dann gegen November, Dezember werde ich dann wahrscheinlich nach Österreich machen, erstmal für ein halbes Jahr. Zumindest ist so der Plan für alle, die es jetzt noch nicht wissen oder wussten. Erstens, kann ich nicht sagen, wie das mit dem Let's Play von der Masse her weitergeht, wenn ich jetzt die 20 Tage rum habe, was dann so passiert. Deswegen, das werdet ihr euch dann wahrscheinlich erfahren, werde ich vielleicht nochmal ein Infovideo machen oder so. Ich weiß es nicht genau. Ab Dezember weiß ich erst recht nicht, weil ich nicht weiß, ob ich meine Ausrüstung mitnehmen kann. Ich weiß nicht, ob ich da aufnehmen kann. Ich weiß nicht, wie ich da aufnehmen kann. Man wohnt ja, also wenn ich da, ich versuche halt dann Dings zu bekommen, dass ich da irgendwie. Egal, scheiß drauf. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich. Ich muss es gucken. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß absolut noch nichts. Ich habe mich noch nicht beworben. 4 Monate ist noch ein bisschen hin, und im Kochbereich muss man da sowieso nicht so schnell sich bewerben. Darum habe ich mich da jetzt noch nicht so drum gekümmert. Ja. Minecraft, League of Legends. The Night of the Rabbit, da habe ich jetzt eigentlich nicht viel zu sagen. Das lief eigentlich jetzt immer durchweg. Ich habe auch noch ein paar Folgen, also das sollte kein Problem sein. Das nehme ich dann auch auf. Was haben wir noch so? Ja, wenn Minecraft dann wieder normal wird, gibt es ja natürlich auch kein Wochenend-Special mehr. Das ist ja momentan nur, weil ich Minecraft nicht mehr so mache. Dann haben wir auch noch Magic Mine, da würde ich auch nochmal was machen, weil ich da nochmal hin wollte. Dann habe ich auch noch von einem Kumpel einen Server momentan zur Verfügung gestellt bekommen, also nicht direkt Kumpel, sondern jemanden, den ich kenne, so aus dem Real Life. Man versteht sich ganz gut. Das, ja, ne? Da! Ihr wisst auch, warum ich keine Webcam-Aufnahmen mache. Ich bin absolut nicht fähig, in eine Webcam zu reden und da mich dabei zu konzentrieren. Ich bin halt absolut nicht multitasking-fähig. Ja, das war's an sich. Ich wollte nochmal sagen,
Wenn ihr Fragen habt, warum irgendwas nicht kommt, warum irgendwas passiert, schaut bitte auf Facebook nach. Ich schreibe alles auf Facebook und ich habe so einen 1000 Infovideos erwähnt. Schaut auf Facebook nach. Es steht auf Facebook. Facebook! Ja, das war es an sich eigentlich. Ich wollte es mal im Webcam machen. Vielleicht dringt es dann mehr in das Gehirn von den Leuten ein, die es immer noch nicht verstehen, dass es auf Facebook steht. Ja, ansonsten, ich werde das Video jetzt einfach mal mit der Videokamera hochladen. Ich habe jetzt keine extra Fraps-Datei angelegt, dafür soll nur ein schnelles Video sein, weil ich eigentlich auch gleich los muss. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Genießt die Wärme. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Let's Play wieder oder keine Ahnung. Man sieht sich. Tschüss. Ach ja, ein was noch. Ich habe ja schon mehrmals so Special-Kanäle aufgemacht. Never Guess the Pay Special, da hat man mal die Wufels. Die existieren zwar noch, die Kanäle, aber die sind alle inaktiv geworden, weil man dann doch keine Zeit hat. Der Wufels ist nichts geworden, weil die, da wir drei dann doch nicht genug Freizeit hatten. Also ich hatte genug Freizeit, aber die anderen beiden hatten anscheinend nicht genug Zeit, da Wufels weiter zu wirken. Und alleine wollte ich dann auch nicht weitermachen. Ich habe zwar erst gedacht, okay, machst ein bisschen was alleine, habt ihr ja gesehen. Ne, das war dann auf Never Guess the Pay. Ja, dann habe ich ja diesen Special-Kanal aufgemacht, wollte da sowas machen wie Commentaries über andere Kanäle und angezockt so. Da hab ich so gedacht, wenn ich was auf meinem Kanal nicht schaffe, dann zocke ich das da halt so, wenn ich kein richtiges Let's Play machen will. Das ist dann irgendwie auch nichts geworden. Ich habe vor kurzem, wer sich wohl gewundert hat, warum das so war, habe ich die, wie wird man ein Let's Player oder wie kann man ein Let's Player werden, habe ich auf meinem richtigen Kanal jetzt Never Guess the Pay hochgeladen. Wer sich jemand gewundert hat, warum ich das gemacht habe, einfach weil ich fand, dass das ein recht gutes Infovideo war für euch, falls ihr wirklich sowas machen wollt. Die Let's Play-Szene ist mittlerweile schon ziemlich alt eigentlich geworden, aber es gibt ja immer noch massig Leute, die dazukommen und wieder gehen, bla bla. Ja, und darum habe ich das einfach nochmal auf meinem richtigen Kanal hochgeladen. Und ja, wer sich angucken möchte, guckt sich's an. Ansonsten nicht wundern, dass da steht, ja, für meinen neuen Kanal. Das war ursprünglich, ist es auch auf dem neuen Kanal zu finden, als wenn ihr danach schauen wollt. Da gibt es auch noch ein paar andere Videos, wie Infovideos über Zisch noch. Da habe ich ein Infovideo über Kronk gemacht, als er seinen Minecraft-Special aufgehört hat. Hat viele Aufrufe bekommen. Ich glaube, ich habe ungefähr 10.000 Aufrufe mittlerweile auf das Video. Ist echt krass angekommen. Ja, hätte ich vielleicht auf den Kanal hochladen sollen. Egal. Ich wünsche noch einen schönen Tag, schönen Abend, es ist ja recht spät schon. Und wer sich wundert, warum die Folgen momentan so gegen 16, 17 Uhr immer so erst kommen, das liegt daher, dass ich vorher meistens was zu tun habe, unterwegs bin, bla bla. Darum kommen die Folgen meistens jetzt immer so zwischen 16 und 18 Uhr, nicht mehr zwischen 14 und ist ja auch vollkommen egal. Ich meine, wenn ihr euch die Folgen an dem Tag nicht anschauen könnt, schaut es euch am nächsten Tag an. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen, traumhaften Tag zum dritten Male und traumhafter Tag? Ich habe zu viele Floyd geguckt in letzter Zeit. Naja, auf jeden Fall, tschüss und schwitzt nicht zu sehr und was weiß, ich werde nicht krank und ciao.